Moin zusammen. Ihr habt vielleicht mein erstes Video auf Marvin Wildhage gesehen, wo er sich ins DFB-Trainingslager reinschleichen wollte, dann aber in ein öffentliches Training reingeschlichen hatte. Jetzt hat er ein zweites Video rausgebracht, wo er nochmal ein paar Schwierigkeiten erklärt, wo er nochmal ein paar Challenges erklärt, wo das wäre schiefgelaufen, wenn und so weiter und so fort. Und es kommen noch ein paar interessante Sätze, auf die gehe ich gerne ein oder würde ich gerne eingehen. Ihr habt ja, wenn ihr mein Video gesehen habt und mich auf Social Media verfolgt, habt ihr ja mitbekommen, dass ich jetzt von dem Video, der Spaßfaktor, den fand ich genial, aber ich komme aus der Sicherheitsbranche und deswegen fand ich das Video erschreckend, beängstigend und reagiert dann natürlich drauf. Und ihr habt dann mein Feedback auch bekommen im letzten Video. Ja, Mann, drei Zuschauer. Jeder fängt mal klein an. Ich bin parallel übrigens für die Twitch-Community live auf TikTok parallel, weil auf TikTok einfach ein paar mehr Zuschauer da am Start sind. Jetzt gehen wir rein in das zweite Video und wir werden uns das Ganze einfach mal anschauen, was er noch zu sagen hat, was er sagen möchte. Und es wäre cool, wenn ihr mir auch bei YouTube ein bisschen Feedback dalassen würdet zum ersten Teil. Aber der zweite Teil, der wird nicht ganz so lange gehen, aber auch interessant werden. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Zweitkanal. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Heute möchte ich mit euch nochmal darüber sprechen, wie ich mich undercover beim Trainingslager der Nationalmannschaft eingeschlichen habe. Denn sowohl in der Vorbereitung als auch vor Ort ist einiges anders gelaufen als gedacht. Und jetzt im Nachhinein gibt es schon das eine oder andere Statement zu meiner Aktion. Dementsprechend lohnt es sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Und was sich auch lohnt, ist. Es gibt wirklich viele Statements. Das Video hat ein bisschen gebraucht, um auch in meiner Bubble, in der Sicherheitsbranche, ein bisschen Anerkennung zu finden und ein bisschen auch verbreitet zu werden, Verbreitung zu finden. Und ja, so langsam stößt man doch auf dieses Video und merkt in manchen Aspekten, vielleicht war das nicht ganz so cool, vielleicht war das ganz witzig, weil hier werden verschiedene Bereiche, Fachbereiche angesprochen. Sei es jetzt die Bubble TikTok, sei es die Bubble YouTube, sei es der Spaßfaktor, sei es der ernsthafte Faktor. Es werden verschiedene Reaktionen auch in dem Video gleich noch thematisiert werden. Ist natürlich ein kostenloses Abo hier auf meinem Zweitkanal. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmal ein kleiner Rückblick. Wir haben jetzt vermutlich das Trainingsgelände gefunden. Bei allen drei Versuchen, bei Hannover, Hertha und Werder, war immer der große Knackpunkt, überhaupt auf den Platz zu kommen. Wenn hier die offizielle Einfahrt des Mannschaftsbusses ist und wir hier durch müssen, ich glaube, dann können wir das Projekt Nationalspieler wirklich an den Nagel hängen. Konvoi, der Teambus kommt. Und wir haben uns einfach mal angeschlossen. Und noch ein Bus. Und noch ein Bus. Und unser Bus! Ja! Das ist Dennis Undaff, Joshua Kimmich, Musiala. Und du! Und ich! Wir müssen vorne an die Ecke, wo die Einsatzfahrzeuge sind. Keine Chance. Eins, zwei, drei. Können Sie uns einmal aufmachen, bitte? Meine Idee war es also, mit einem nachgebauten Mannschaftsbus irgendwie ins Trainingslager zu kommen. Aus meiner Autogrammsammlerzeit weiß ich, dass wenn die Nationalmannschaft irgendwo auftaucht, sie nicht nur mit dem großen Mannschaftsbus kommen, sondern auch noch mit zwei, drei separaten kleinen Bussen, wo dann wahrscheinlich die Masseure drin sitzen oder das Social Media Team und die Bälle müssen wahrscheinlich auch noch irgendwo rein. Dementsprechend wollten wir uns das nachbauen. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Den Bus konnte man sich problemlos mieten, die Folien konnte man sich für 700 € im Internet bestellen. Ich habe ja schon vorher gesagt, dass er in der Vorbereitungsphase, in der Planungsphase wirklich richtig ein abgerissen hat. Also er hat wirklich starke Leistung gezeigt. Er hat auch dadurch, dass er das in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht hat, natürlich auch ein bisschen Übung da drinne. Aber auf die Gedanken, auf die er gekommen ist, auf die Art und Weise, wie er das vorbereitet hat, auf die Dinge, die er als Optionen sich ausgesucht hat, das ist schon ein wirklich großes Kino. Und da sieht man einfach mal, dass er das jetzt für ein bestimmtes Publikum gemacht hat. Aber für jemanden, der jetzt eben nicht so spaßige Vorsätze hat, sondern wirklich kriminelle Handlungen durchsetzen oder durchführen möchte oder wirklich auch anderen Quatsch machen möchte, der
Ja, bekommt hier eine Blaupause, was möglich ist und wo die Lücken sind. Und die Lücken hier, auch in dem ersten Video, die wir ja schon besprochen haben, die sind halt nun mal, kann man nicht wegreden, die sind eklatant. Es ist einfach so. PS, ich habe bis heute nicht eine vernünftige Rechnung für diese Bestellung bekommen. Ich hoffe, dass das Finanzamt dieses Video sieht und weiß, dass ich die Folien dafür bestellt habe, damit ich es nicht aus eigener Tasche zahlen muss. Das Dritte, was allerdings bei diesem Bus problematisch war, hat eigentlich gar nichts mit unserer Mission zu tun. Denn parallel zu unserer Vorbereitung lief in Berlin das DFB-Pokalfinale. Da sind natürlich auch ehemalige Spieler, Legenden, Kommentatoren, Journalisten und irgendwelche Ehrengäste in der Stadt und werden genau mit solchen Bussen durch die Gegend gefahren. Könnte mir ja relativ egal sein. Das Problem ist, die standen wirklich rein zufällig und völlig ohne Ironie 2 bis 3 Straßen neben unserem Büro. Einfach 3 Tage, bevor es losgehen sollte. Und diese 3 Tage habe ich dermaßen gezittert, weil ich schon die ganze Zeit gedacht habe, WTF, wie konnten die unsere Mission rauskriegen? Woher wissen die, wo mein Büro ist? Observieren die uns vielleicht schon die ganze Zeit? Ich habe meinem Kameramann auch schon Fotos davon geschickt, habe gesagt, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Am Ende hatte es zum Glück nichts mit uns zu tun. Ich habe dann auch nochmal den Parkausweis von dem einen Bus fotografiert, dass sie wirklich für das DFB-Pokalfinale da sind. Aber normalerweise ist Berlin-Weißensee beste Leben. Da geht nichts. Da passiert normalerweise nichts. In diesem Fall standen ausgerechnet da die ganzen Busse. Ein zweites Problem, was wir in der Vorbereitung hatten, war, dass ich natürlich schon wusste, wie die Trainingskleidung aussieht. Ich meine, ich habe mir die ja gekauft und nochmal mit dem VW-Logo gepimpt. Aber es hätte natürlich auch sein können, dadurch, dass es ein öffentliches Training ist, dass die in normaler Spielkleidung dort auftauchen, um einfach 11 gegen 11 zu spielen. Die einen im Heimtrikot, die anderen im Auswärtstrikot. Und dementsprechend wollte ich auch dahingehend vorbereitet sein, dass dieser Fall eintritt. Hab mir also nochmal das Heimtrikot und das Auswärtstrikot bestellt. Das Heimtrikot kam auch pünktlich an. Das Auswärtstrikot warte ich heute noch drauf. Irgendwie scheint das ja wirklich derbe vergriffen zu sein. Aber ihr seht, wir waren wirklich für jeden Fall gewappnet. Der große Vorteil bei so einem öffentlichen Training ist natürlich auch, dass die Fans ins Stadion dürfen. Man konnte sich also im Vorhinein auch Karten für dieses öffentliche Training holen. Doch auch das war wirklich eine Zerreißprobe für mich, denn es war wirklich unfassbar schwer, diese kostenlosen Karten zu bekommen. Wir haben uns wirklich zu 6, jeder an seinen Laptop gesetzt, jeder bei sich zu Hause, damit wir auch über ein anderes WLAN, über eine andere IP-Adresse auf dieses Ticketkontingent zugreifen. Ich bin jetzt nicht ganz, ne, ich werde jetzt nicht alle 30 Sekunden unterbrechen und jetzt hier irgendwie ein Feedback oder meinen Beitrag leisten, sondern das sind viele Dinge, die wir im ersten Video schon besprochen haben. Deswegen wird das jetzt an gewissen Punkten einfach nur abgespielt. Nehmt aber das Ganze mit, weil wer das Video jetzt nochmal sieht und auch das erste Video gesehen hat, der kann jetzt gewisse Sachen auch verknüpfen oder auch Dinge verknüpfen, die ich erzählt habe und wie das so gemeint war. Denn ich habe ja im ersten Video schon gesagt, dass er viele, viele Variablen benutzt hat, viele, viele Variablen im Kopf hatte, die eintreten könnten. Das heißt also, er hat sich wirklich nicht nur Plan A, B, C zurechtgelegt, sondern er hat sich für alle verschiedenen Variablen, die er sich überlegt hat mit seinem Team, er hat sich da wirklich den Kopf zerbrochen, welches Szenario er wie vorfinden könnte und war da in dem Moment so vorbereitet, dass er wahrscheinlich auf 5, 6 verschiedene Szenarien hätte reagieren können. Und das ist Note 1, Leute. Es war trotzdem unfassbar schwer. Die Seite war down, dann war man im Warteraum. Es war wirklich fast ein Akt der Unmöglichkeit, dort Tickets zu bekommen. Am Ende hat es geklappt. Die Schwester von einem unserer Kameramänner hat 2 Tickets bekommen und ich glaube, noch irgendwer, der gar nicht zum Team gehört, hat noch ein 3. Ticket bekommen, sodass alle Kameramänner sicher im Stadion sind. Hätte das Training nicht im Stadion, sondern tatsächlich im Hotel stattgefunden, wäre es, glaube ich, wirklich unmöglich gewesen für die Kameramänner, dort Einlass zu bekommen. Das sind alles keine Medienvertreter, die bekommen keine Akkreditierung. Fans dürfen ja eigentlich gar nicht ins Hotel und da mal beim Training zuschauen. Dementsprechend Glück im Unglück. Wäre jetzt sein Plan, ursprünglich wie geplant ins Trainingslager einzumarschieren, geglückt, dann hätte er aber trotzdem, wie er selber sagt, gewisse andere Leute nicht mitbringen können. Also, dass das dann auf ein öffentliches Training gefallen ist, auf ein Stadion gefallen ist, auf ein regionales Stadion gefallen ist, spielte ihm in die Karten. Das muss man so sagen, wie es ist, denn ein Hotel ist kleiner, familiärer. Natürlich ist das ein großes Hotel, aber trotzdem ist das Hotel jetzt nicht irgendein Hotel, sondern hier wird der Service, hier wird die Dienstleistung groß geschrieben. Jeder kennt sich, jeder kennt die Abläufe, alles ist auch gut getaktet in solchen Hotels. Die Gäste sind bekannt. Da ist noch das Ding nicht aufzufallen
oder eventuell dort anzusetzen, klappt nicht. Okay, so wie jetzt im letzten Video. Er ist an den Zaun, an die Tür gegangen, das hat nicht funktioniert. Dann ist er da abgeblockt worden, da kommen wir auch gleich noch zu. Also, dass es da in diesem Szenario Stadion einfach für ihn hatte, das hat, war gut für ihn. Ja? Weil im Hotel hätte er nicht 3, 4 Anläufe ansetzen können wahrscheinlich, ohne dann am Ende des Tages aufzufliegen. Das wäre wahrscheinlich schön viel früher passiert. Dass es 50 Kilometer weiter im Stadion von Carl Zeiss Jena stattgefunden hat. In Thüringen haben wir uns sehr, sehr wohl gefühlt. Wir haben uns da eine Ferienunterkunft gemietet. Es war wirklich so ein bisschen Klassenfahrt-Feeling. Allerdings war das wirklich Dorf, wo wir waren. Auch nochmal so ein bisschen fernab vom Mannschaftshotel, vom Stadion, damit wir wirklich in Ruhe auch auf dem Hinterhof unseren Bus folieren können. Und in diesem Dorf wurde ich tatsächlich auch das ein oder auf jeden Fall. Ich bin parallel zu dem Livestream bei Twitch Live, den Link oder den Profilnamen von meinem Twitch-Account findet ihr in meiner Bio. Und wir reden gerade über Marvin Wildhage. Marvin Wildhage hat zwei YouTube-Videos online gestellt, wie er sich zu einem öffentlichen Training der Nationalmannschaft geschlichen hat. Und ich komme aus der Sicherheitsbranche und darüber reden wir. Das heißt, ich analysiere das Video aufgrund des Sicherheitskonzeptes, was wir dort finden oder eben nicht gefunden haben. Und darüber reden wir jetzt gerade. Es wird auch so sein in der Zukunft, dass wir parallel, wenn ich auf Twitch online bin und meine Reactions mache, habe ich gerade bei TikTok diesen Button ausgefüllt, wo ich versuche, meinen Twitch-Account auch mit TikTok zu verbinden, dass beides live passiert und ich euch dann auch quasi mit in die Reactions mitnehmen kann, nicht nur auf Twitch, sondern auch auf TikTok. Oder andere mal gespottet und habe tatsächlich reihenweise DMs bekommen, was ich denn in diesem kleinen Dorf mache, ob die Pizza bei der einzigen Pizzeria in der Stadt da geschmeckt hat. Es war wirklich... Ja, es war schon wirklich immer Eierflattern dabei, als wir da unterwegs waren. Ne? Irgendwie gespottet zu werden, irgendwer kriegt mit, was wir da planen. Heutzutage reicht ja wirklich nur ein TikTok, was viral geht, um so einen Plan zum Platzen zu bringen. Wir schauen gerade, wie Marvin Wildhage sich erklärt zu seinem ersten Video, wie er sich zum Training der Nationalmannschaft geschlichen hat. Gott sei Dank, es hat alles geklappt. Am Ende war die Vorbereitung dann doch irgendwie geschafft mit Hängen und Würgen und dann kam es zum Tag der Tage. Als es dann losging, sind wir auch wieder zu 6 zum Stadion gefahren. Die Kameramänner sind schon mal rausgegangen und haben nochmal geguckt, wie sind denn am Tag der Tage da die Gegebenheiten, durch welchen Zaun kommt man durch, wo darf man als Fan lang gehen, wo kommt man mit dem Bus lang, sind vielleicht neue Absperrungen hinzugekommen. Und da muss ich wirklich nochmal Props an einen unserer Kameramänner geben. Der kam nämlich auf die Idee, sich, ja, sag ich mal, als Pressefotograf auszugeben. Ne? Kamera hat er ja eh dabei gehabt und dann hat er zu ein paar Mitarbeitern vom Catering vor Ort gesagt, hey, ihr drei, ihr seht doch hier so motiviert aus, kann ich mal ein Foto von euch machen mit dem Stadion im Hintergrund, ist für die örtliche Zeitung, hat er auch gemacht, aber mit Hintergedanken, weil die hatten natürlich alle Arbeitsausweise um und wir wollten einfach nur noch mal checken, sehen die so aus wie unsere, müssen wir vielleicht noch was vorbereiten. Am Ende waren es tatsächlich andere Ausweise von dem Stadion vor Ort, das war irgendwie für so einen Waffelladen oder so, aber diese Ausweise haben wir am Ende Gott sei Dank nicht gebraucht, unsere von langer Hand vorbereiteten Ausweise, die haben gereicht. Und jetzt kommen wir zu dem ersten sehr, sehr wichtigen Punkt in dem Video. Ich habe euch jetzt immer Feedback gegeben zu dem ersten Video, aber jetzt haben wir einen Hintergrund, ein Hintergrundwissen von ihm bekommen, dass er sich vor Ort nochmal Gedanken gemacht hat und auch sein Team sich nochmal Gedanken gemacht hat, was passiert, wenn unsere Ausweise, die wir uns aus dem ersten Video gezogen haben, er hat sich Pressebilder bestellt, er hat dafür auch Geld bezahlt, weil die natürlich dann in einer viel höheren Auflösung zu finden sind und hat die dann nachgebastelt als Backup vor dem Stadion, weil ne, Hotel, Trainingslager, Location hat gewechselt, wir gehen zu einem öffentlichen Training in ein regionales Stadion und da kam dann jemand auf die Idee, einfach zu sagen, hey, Leute, ich bin Pressefotograf, ihr vom Catering für die örtliche Zeitung, wir können hier ein paar Bilder machen, einfach damit ich ein paar Sachen habe, ein paar Shots habe für meine Kolumne oder für meinen Zeitungsbericht. Das ist eine Top-Tarnung, eine Top-Legende und warum sollte man daran zweifeln, warum sollte man das nicht ernst nehmen? Das heißt aber jetzt auch für die Gegenseite, für Leute, die wirklich Böses im Schilde führen, ist das natürlich auch ein gefundenes Fressen, weil hier auch die Badges, ich habe es ja schon mal gesagt, bei solchen Veranstaltungen ist man akkreditiert, gebadged. Alle Gewerke haben verschiedene Farben, verschiedene Nummern, verschiedene Zutrittsbereiche. Je nachdem, wie krass das Sicherheitskonzept ist, habt ihr dann auch verschiedene Sicherheitszonen. Und
dann ist es natürlich klar, geil zu sagen, ey, stellt euch mal da und dahin, weil einer von den dreien wird auf jeden Fall seinen Badge so rumtragen, der andere trägt ihn vielleicht auch noch andersrum. Ruckzuck habe ich beide Seiten super abfotografiert und fall gar nicht auf, weil die Legende oder die Tarnung, die er sich da überlegt hat, 1A, auch hier wieder Note 1, Wahnsinn. Und dementsprechend waren die Vorbereitungen dann wirklich erst am Tag der Tage beendet. Wir waren alle in einem WhatsApp-Chat. Es war wirklich, wirklich nervenaufreibend, weil wir nicht wussten, wo fährt der Bus lang, wann kommt der Bus, wo dürfen wir lang, wo kommen wir ins Stadion. Weil wir hatten uns ja eine ganz bestimmte Ecke im Stadion ausgeguckt, wo man wirklich auf den Rasen kommen kann. Und das lag wirklich auf der komplett anderen Seite des Stadions als da, wo der Bus reinfährt. Ich war also wirklich angespannt, hatte die Fußballschuhe schon geschnürt und ironischerweise hat mich auch die ganzen Tage und Wochen vor Ort schon der Gedanke begleitet, oh Gott, was machst du denn jetzt, wenn du irgendwie beim Sport dich verletzt oder einfach dumm umknickst und dann ist das Projekt gelaufen. Die ganze Geschichte hatte ich ja jetzt schon zweimal. 2021 habe ich mir das Kreuzband gerissen, 2022 die Patellasehne und dann war ich wirklich erstmal ein paar Wochen ans Bett gefesselt und die Projekte musste ich erstmal verschieben. Aber nicht jeder hat ja das Privileg, auch im Homeoffice arbeiten zu können und tatsächlich sind Unfallverletzungen eines der häufigsten Risiken für eine Berufsunfähigkeit. Treffen kann es tatsächlich jeden, denn Burnout, Depressionen, Beschädigungen des Bewegungsapparates. Auf unserem Trip hatten wir einen professionellen Fahrer, der dafür sorgen sollte, dass wir mit unserem kleinen Fake-Bus ins Stadion kommen. Denn ich möchte natürlich nicht durch die normalen Drehkreuze gehen, mit meinen Fußballschuhen, mit meinem ganzen Trainingsoutfit, da falle ich natürlich auf. Problem ist nur, wir sind mit unserem Bus nicht reingekommen. Ja, wir sind mit dem Konvoi, mit dem Originalmannschaftsbus mitgefahren und ja, wir standen auch direkt vor der Umkleidekabine. Aber für mich stand es tatsächlich nie zur Debatte, da reinzugehen, weil es natürlich völlig übergriffig ist, man macht es einfach nicht. Und drittens, ich glaube, da wäre ich schon aufgeflogen, allein weil ich keine Fußballerstatur habe. Und man muss auch sagen, hätte er das dann durchgezogen, das wäre noch ein ganz anderes Level. Ja, wenn er da reingegangen wäre, da reingekommen wäre, ich finde es gut, dass er es nicht probiert hat, weil wenn er jetzt in dem Video oder in dem vorherigen Video noch präsentiert hätte, wie er vor der Kabine der Mannschaft steht oder im Stadion ist oder Zugang zu irgendwelchen Räumlichkeiten bekommen hätte, dann wäre mein Puls halt noch höher gegangen. Dann hätte mich das Video noch mehr getriggert, als es mich eh schon derzeit triggert, weil das zeigt halt einfach, dass man durch viel Fantasie, obwohl man braucht gar nicht so viel Fantasie, glaube ich, ne? Also die Gedanken, die sich das Team da gemacht hat, die waren okay. Die Gedanken waren super, super Basics, super Pläne, bodenständige Pläne, bodenständige Überlegungen. Man hat sich jetzt nicht irgendwie à la Hollywood-Film als Fensterreinigungsfirma verkleidet oder als Geld- und Werttransportfahrer und hat sich da in irgendeiner Art und Weise großartig verkleidet und, ne, sondern er hat wirklich, wirklich coole Arbeit geleistet, gute Arbeit geleistet und es wäre ein anderes Level gewesen, wenn er das, was er jetzt sagt, durchgezogen hätte, weil dann wäre das Video definitiv eine Nummer härter geworden. Und die Spieler natürlich wissen, wer zur Mannschaft gehört. Dementsprechend war unsere Mission, auf die komplett andere Seite des Stadions zu kommen, denn da war unser sogenanntes Kuchenstück, wo man von außen auf den Rasen gucken kann. Dementsprechend mussten wir innerhalb dieses Stadionzirkels nochmal außen rumfahren und noch durch den einen oder anderen Zaun kommen. Und ich dachte natürlich, ey, wir haben einen Mannschaftsbus, wir haben unsere Fake-Ausweise und wir haben einen professionellen Fahrer. Wir müssen doch da irgendwie reinkommen. Und da muss ich wirklich mal Props an die Security vor Ort geben. Denn jedes Mal, wenn wir mit unserem Bus durch eine Tür fahren wollten, normalerweise dachte ich, da wird direkt das Tor geöffnet, man sieht DFB, die müssen hier rein, die gehören dazu, wurden wir kontrolliert und jedes Mal wurde der Teamleiter geholt. Das haben wir zweimal probiert. Ich habe ja im letzten Video schon gesagt, dass es hier keinen Sinn macht, auf diese Sicherheitsfirma draufzuschlagen oder die in Regress zu nehmen oder die jetzt irgendwie zu kritisieren. Denn wir haben eine Sicherheitszone, wir haben mehrere Sicherheitszonen und der Fehler hat ja schon angefangen, dass er überhaupt die Lücke im Konvoi gefunden hat und man ihn dort reingelassen hat, sondern man hat ja dann auch dieses Fahrzeug und alles andere und er ist ja auf dem Gelände drauf. Das heißt also, die Sicherheitsmitarbeiter, die hinter diesem Zaun jetzt auf diesem Bild und auf diesem Video zu sehen sind, die müssen ja davon ausgehen, wenn das Sicherheitskonzept funktioniert und wenn alle anderen Gewerke im Vorfeld richtig funktioniert hätten, dann wäre er gar nicht so weit gekommen. Natürlich kann man hier auch noch mal ein bisschen tiefer in die Überprüfung gehen, aber das haben die ja gemacht. Sie haben den Teamleiter geholt. Und auch hier hat man dann gesagt, nein, diese Zone ist nur für Rettungskräfte, die Zone ist nur für das und.
Also hier haben die schon ihren Job gemacht, auf jeden Fall, weil die Fehler sind ja weiter vorne, viel weiter früher passiert. Und jedes Mal wurde gesagt, nein, mit dem Auto darf man hier nicht reinfahren, es dürfen nur Feuerwehr, Krankenwagen, Sanitäter hier rein, geht nicht, sorry, egal wer da drin ist, ob Social Media Team, Spieler oder Rudi Völler, ist uns egal. Und dementsprechend war ich an dem Tag natürlich öfter mal zwischen der Situation zu lachen und zu weinen, weil wir erst vor der Kabine waren, dann wieder komplett raus und wirklich diese Situation, wo ich fast in Ohnmacht gefallen bin vor Aufregung, gerade so überstanden und jetzt stehen wir da vor verschlossener Tür und kommen mit unserem Bus nicht rein. Und ich habe wirklich in der Situation drüber nachgedacht, was machst du denn jetzt? Jetzt ist dieses ganze Projekt hinfällig, die ganze Vorbereitung, die wir hatten. Alles für die Katz. Und dementsprechend mussten wir wirklich zu Plan, es war nicht mal Plan B, Plan C oder D greifen. Ich habe die Fußballschuhe ausgezogen, ich habe meine Laufschuhe angezogen, ich habe mir eine Jacke übergezogen, Cap aufgesetzt, eine Kamera umgehängt, die Ausweise umgehängt, ein Mikro in die Hand genommen, habe gedacht, so, jetzt geben wir uns einfach als Social Media Team aus, wir haben einen Kameramann, wir sagen, wir müssen für den Livestream hier rein und das war dann Plan B. Das beantwortet auch die Frage, die ich öfter in den Kommentaren gelesen habe. Wie konnte ich das alles vorbereiten, aber am Ende die Fußballschuhe vergessen? Ich hatte sie im Auto, aber ich habe sie ausgezogen, weil wenn ich natürlich vom Außenbereich des Stadions ins Stadion gehe und am Ende mussten wir ja spontan dann noch einmal komplett den Innenraum passieren, um auf die Trainerbank zu kommen oder an die Trainerbank zu kommen. Da wäre ich natürlich mit den lauten Fußballschuhen aufgefallen. Ich habe sie tatsächlich hier, weil hört euch das mal an. Das hört sich ein bisschen anders an als ein normaler Sneaker und dementsprechend musste ich die da lassen und musste dann am Ende mein Glück mit den Laufschuhen probieren. Ich weiß nicht, ob ich deswegen aufgeflogen bin oder weil man einfach gesehen hat, dass ich kein Profisportler bin. Und ich muss wirklich mal sagen, das war alles wirklich super professionell, super nett, dass man da mich nicht am Ohr gezogen hat oder mich des Stadions verwiesen hat oder irgendwie einen blöden Kommentar gegeben hat. Nein, es war wirklich alles super nett, dass man den Spaß dort verstanden hat und das zeigt ja auch, dass man den Spaß dort verstanden hat, aus seiner Perspektive. Ja, er hat die Absicht, das Video, mit einer gewissen Absicht erstellt und gedreht und gemacht und getan. Was er aber ausgelöst hat damit in einem gewissen Fachbereich, war ihm vielleicht gar nicht bewusst. Zum Beispiel der Kommentar, den ich auf Instagram bekommen habe vom DFB-Team. Für mich ist das tatsächlich eine Einladung. Also für mich ist das eigentlich jetzt hier gerade die Nominierung. Ich meine, in diesem Jahr fand das ja auch alles über Social Media statt. Vielleicht ist das ja hier noch die Nachnominierung für mich. Wer weiß. Während ich dann auf der Medientribüne saß und gewartet habe, bis meine Jungs endlich fertig sind, um mir dann noch ein paar Autogramme zu holen für die Verlosung, haben wir tatsächlich schon das Team wieder in den Bus verfrachtet und haben gesagt, ey Leute, schneidet schon mal. Und da wirklich mal Props an alle, die vor Ort mitgewirkt haben. Das ging wirklich wie geschnitten Brot. Während wir dann noch Autogramme geholt haben, haben die Jungs im Bus schon geschnitten, auch auf der Rückfahrt geschnitten, vor Ort dann wieder in unserer Unterkunft, bis morgens um 5 alles durchgecuttet. Währenddessen haben Joe und ich schon mal die ganzen Moderationen aufgenommen, damit das... Ja, ich freue mich auch, wenn der TikTok-Live-Chat auf jeden Fall mal bei meinen Reactions mit dabei sein kann, weil die Traffic hier auf TikTok ist natürlich viel, viel höher jetzt als auf Twitch. Meine Followerzahl bei Twitch ist total überschaubar und von daher ist es natürlich cool, wenn ich freigeschaltet werde und meine Livestreams auf Twitch auch gleichzeitig hier übertragen werden können. Weil ich glaube, das wird richtig lustig, wenn die Community hier im Chat auf jeden Fall ordentlich mitschreiben kann. Alles wirklich Hand in Hand geht und wir am nächsten Tag pünktlich online gehen können, weil ich wusste natürlich, dass eventuell schon der eine oder andere darüber berichten wird. Sport 1 hat zum Beispiel ein Interview mit mir gemacht, die Bild hat ein Interview mit mir gemacht und die sind natürlich sofort online gegangen, haben es mit dem Handy vor Ort gefilmt, direkt geschnitten, wahrscheinlich mit Final Cut hochgeladen oder es einfach in die Redaktion geschickt und die haben es gemacht. Und wir wollten natürlich nicht erst 3 Tage später online gehen, damit alle anderen irgendwie unsere Story schon verwenden, sondern wir wollten da auch schon sehr, sehr schnell fertig werden. Und da sind wir auch schon beim Thema Berichte darüber. Tatsächlich gab es positive, aber auch negative Berichte. Ja. Natürlich gab es auch positive und negative Kommentare. Und jetzt habe ich zum Beispiel mal ein Positivbeispiel mitgebracht, wo es wirklich so beschrieben wurde, wie es vor Ort war. Ziemlich objektiv und fair. Natürlich hier bla bla bla, kurios, Marvin Wildhage hat sich eingeschlichen und dann am Ende stand da, nach seiner Aktion ließ sich Wildhage von einem DFB-Mitarbeiter problemlos auf die Ränge begleiten, ohne Konsequenzen. Zitat, die haben den Spaß absolut verstanden, da muss man wirklich den... Die haben den Spaß absolut verstanden, die haben die Situation in dem Moment eventuell nicht erfasst.
Aber wenn man dann im Nachgang dieses Video auswertet, weil man hatte ja in dem Moment nicht die Hintergrundinformationen, wie der reingekommen ist, was der im Vorfeld gemacht hat, was sein ursprünglicher Plan war, welche Vorbereitungen er getroffen hat und, und. Man hatte dieses Video ja noch nicht gesichtet und gesehen. Dementsprechend musste man jetzt als DFB das als kleinen Gag oder als kleine Lücke verbuchen oder ne, einfach nur so, ja, komm. Ja, kriegen wir hin, ist okay, waren Influencer und so weiter. So kann man das abstempeln. Wenn man aber im Nachgang dieser Szene sich dieses Video anschaut, also das hier und das davor von ihm, dann muss man dann klar als DFB sagen, ey, da war vielleicht jetzt nicht dieses Hut ab vor deiner Aktion Dingsbums gegeben, ne? Wollte ich ja nur mal so sagen. Den Hut vorziehen. Und tatsächlich war es ja auch so. Man hat es ja im Video gesehen, dass ich einfach mitgegangen bin und da auch Ja. akzeptiert habe, wenn der Trainer sagt, ey, stell Was dich mal soll an ich die auch sonst machen? Seitenlinie und warte hier mal, habe ich das auch gemacht. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, warum man diese Aktion nicht mit einem Flitzer gleichsetzen kann. Ein Flitzer versucht einfach nur den Ablauf zu stören. Wäre ich ein Flitzer gewesen, hätte ich mir den Ball genommen, hätte einfach aufs Tor geschossen. Ich habe ja einfach nur den Fuß auf den Ball gemacht. Und als man mir gesagt hat, ey, warte mal hier an der Auswechselseite, habe ich das auch gemacht und bin da nicht irgendwie negativ weiter aufgefallen. Allerdings gibt es natürlich auch einen negativen Bericht. Und da möchte ich einfach mal die Überschrift des Kickers zitieren. Die schreiben nämlich: YouTuber stört DFB-Training. Kurz Aufregung beim öffentlichen Training der deutschen Nationalmannschaft in Jena. YouTuber Marvin Wildhage tauchte plötzlich im lilafarbenen DFB-Pullover auf dem Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld auf und versuchte sich als Spieler einzuschleusen. Bei Passübungen war er Thomas Müller und Joshua Kimmich plötzlich ganz nah. Genau. Danach dehnte sich Wildhage an der Seitenlinie, ehe er von einem DFB-Mitarbeiter über die Tribüne hinaus begleitet wurde. Also, da sieht man mal andere Worte, komplett andere Wirkung. Ihr habt es ja im Video gesehen, wie es wirklich gelaufen ist. Was mich alle. Ich möchte ja nur mal einen Gedanken loswerden. Wenn dieses Video als Blaupause benutzt wird, als Motivation, was möglich ist, wenn jemand in der Europameisterschaft, während der Europameisterschaft wirklich einen Anschlag plant oder irgendetwas derartiges durchführen möchte, glaube ich nicht, ja, dass es irgendwann heißen sollte, wieso denn? Habe ich bei YouTube gesehen, war doch einfach. Ich glaube nicht, dass diese Sätze irgendwann mal fallen sollten. Und ich glaube auch nicht, dass Marvin sich das auf seine Vita schreiben sollte. Allerdings sehr gefreut hat, ist, dass einer der Medienvertreter tatsächlich auch auf der Pressekonferenz nochmal nachgefragt hat, und zwar bei niemand Geringeres als Thomas Müller. Auch Und hier eine nicht Nachfrage witzig. noch: gestern gab es ja einen Trainingsgast. Wie war das für Man Sie da sieht an auf der dem Platz vor den Körpersprache gleich was 15.000? Mussten abgehen. Sie erstmal durchzählen? Danke. Ja, das mit dem Trainingsgast, man weiß ja heutzutage nie so genau. Vor allem, der hatte ja schon unser Outfit an. Selbst wenn er eine Kamera in der Hand hat, gehört er jetzt zu uns oder nicht? So aus dem Augenwinkel dachte ich, der Lukas Klostermann hat sich reingeschlichen. Aber ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass das ein YouTuber war. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass es sowas gegeben hat und wahrscheinlich. Genau, es ist nicht das erste Mal, dass es sowas gegeben hat. Es wird auch nicht das letzte Mal so sein, dass das passieren wird. Aber folgender Satz ist jetzt wichtig. Naja, auch nicht das letzte Mal. Ich erinnere mich da an den, gibt es doch irgend so einen Flitzer, der sich immer an die Mannschaftsfotos in Champions League Finals und so mit hingestellt hat. Also, ja, das ist eine Frage für die Sicherheitsabteilung. Das ist eine Frage für die Sicherheitsabteilung. Genau, das ist es. Das ist eine Frage, die man der Sicherheitsabteilung stellen sollte. Was tut ihr, damit das in Zukunft eben nicht mehr passiert? Denn wir reden hier von der Nationalmannschaft, wir reden hier von Stars, internationalen Stars, Fußballern und, und. Und natürlich ist das ein öffentliches Training. Aber trotzdem schafft man ja Barrieren und Sicherheitszonen, wo man sagt, da hast du Zutritt drauf. Das ist ja wie am Flughafen. Ihr habt den öffentlichen Bereich, den nicht öffentlichen Bereich, den nicht allgemein zugänglichen Bereich. Ihr könnt auch nicht einfach auf irgendeinem Vorfeld herumspazieren und Selfies mit irgendwelchen coolen Flugzeugtypen machen. So, es gibt gewisse Barrieren, die geschaffen werden, die man nicht überwinden sollte, wenn man die Berechtigung dafür nicht hat. Also geht ein Thomas Müller auf einen Platz, auf einen Fußballplatz, in einen Stadion und glaubt, alle, die da unten stehen, auf dem Feld und an der Seitenlinie oder, die auch so ein Badge tragen und so weiter, man vermittelt doch dem Thomas Müller hier ein Sicherheitsgefühl, was nicht existent ist. Man vermittelt doch dem Thomas Müller und auch allen anderen dort, dass sie sicher sind. Weil man hat ja ein Sicherheitskonzept.
Und dann kriegt er mit, wie sich da einfach einer reinschleicht. Und er war jetzt auch, ja, er spielt das natürlich auch ein bisschen runter. Ich will ihm jetzt auch nicht irgendwie unterstellen, dass er das jetzt, dass er Angst hatte. Definitiv wahrscheinlich eher nicht, weil es ja am Ende des Tages ein Influencer war. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Ich, wenn ich solche Sicherheitsmaßnahmen gewohnt bin und solche Menschen wie Thomas Müller kommen immer wieder, wenn nicht sogar tagtäglich, mit irgendwelchen Sicherheitsmaßnahmen in Berührung. Und wenn es dann solche Lücken gibt, dann kann man ruhig mal rückfragen, wie konnte das passieren? Wie mein Teamkollege Thomas sagt, es ist nicht das erste und wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, dass so etwas passiert. Ich meine, mit spaßigen Absichten ist das sicherlich auch alles zu belächeln. Für mich persönlich war es tatsächlich das... Das ist es, mit spaßigen Absichten ist das ja mit Sicherheit zu belächeln. Und ja, du hast völlig recht, Marvin, ist es auch. Aber die andere Seite der Medaille öffnet halt einen Blick auf die ganze Szenerie, die halt gar nicht mehr spaßig ist. Das letzte Mal, Stand jetzt, sage ich das wirklich mit voller Ernsthaftigkeit, der Gag ist für mich durch. Viermal habe ich es jetzt gemacht, bei Hannover, bei Hertha, bei Werder und jetzt bei der Nationalmannschaft. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Ich glaube, irgendwann ist der Gag auch auserzählt, weil sonst bekomme ich immer weiter böse Tweets wie den hier, dass man mir doch endlich mal die Beine weggrätschen soll. Aber auch darüber kann ich natürlich schmunzeln. Es gibt Leute. Wir hatten ja die These aufgestellt oder hatten insgeheim gehofft, dass das Video mit Genehmigung des DFBs passiert ist. Dass das ein Fake-Video ist, eventuell, dass die Möglichkeit im Raum steht, dass das eben nicht genau so passiert ist, wie er sich das hier zurechtgeschnitten hat. Leute, die den Gag verstehen, Leute, die den Gag nicht verstehen. Manch einer zweifelt ja an der Echtheit des Videos und da kann ich wirklich sagen, wenn das Video, was ich gemacht habe, fake sein sollte, dann soll mich jetzt ein Blitz treffen. Ja, genau, Fami. Es darf nicht passieren. Ja, also muss an dem Konzept gearbeitet werden, es muss einfach besser werden. Ja. Und er zeigt durch ein Spaßvideo halt eklatante Lücken auf. Da gebe ich dir im Chat richtig recht, das ist absolut so. Ja. Und ja, dann soll ich hier für immer liegen bleiben. Also wirklich alles real an dem Video kann ich an der Stelle nur nochmal sagen. Und das ist der Punkt. Er unterstreicht hier nochmal mehrfach, dass das Video kein Fake-Video ist. Dementsprechend können wir das Video und auch das zweite Video genau so bewerten, wie wir das bewertet haben. Und ich hoffe, dass das Video auf dem richtigen Schreibtisch landet oder schon gelandet ist und dass sich die wirklichen Verantwortlichen mit dem Video beschäftigen und das dann auch als Projekt ansehen, das Video. Weil da gibt es verdammt viele Baustellen, die angegangen werden könnten und sollten. Ich könnte auch gerne alle offiziellen Fragen, alle Mitarbeiter fragen. Ich kann meinen Background kurz erklären, auf jeden Fall. Ich bin zuallererst nach der Schule zur Bundeswehr gegangen, war dort 4 Jahre, bin nach der Bundeswehr zur Bundespolizei, da war ich knappe 10 Jahre und währenddessen hatte ich dann auch noch ein Gastspiel beim Bundeskriminalamt. Das heißt also, ich habe operative polizeiliche Fachkompetenz und auch beim BKA habe ich Personenschutz gemacht. Dementsprechend komme ich dann insgesamt so auf knappe 16 Jahren behördliche Erfahrung und seit 2019 bin ich in der privaten Sicherheit tätig. Ich habe eine Sicherheitsfirma und eine Akademie. Wirklich real. Ich werde nicht meine Karriere aufs Spiel setzen, um irgendein gefaktes Video zu machen. Für Fake-Pranks sind ja mittlerweile andere bekannt. Wenn ihr noch weitere Hintergrundinformationen zu diesem Projekt haben wollt, kann ich... Okay, wir brechen ab. Mehr kommt von dem Video nicht. Das ist das, was ich euch nochmal zeigen wollte. Nochmal einfach ein Teil 2 zu dem Video, was ich schon abgedreht hatte vor ein paar Tagen. Das waren auch nochmal jetzt gerade von ihm sehr nützliche Informationen und auch nochmal 2, 3, 4 Punkte, auf die wir nochmal näher eingehen konnten, was die Sache nicht unbedingt besser macht, natürlich. Und deswegen muss man hier auch klar sagen, wie ich es auch im letzten Video gesagt habe, man muss den Spaßfaktor ganz klar erkennen und auch anerkennen. Aber für Leute wie mich, die aus der Branche kommen, die sich genau mit solchen Sachen auch beschäftigen und zu meinem Berufsfeld gehören, da sieht man die Sache halt aus einer gewissen anderen Perspektive. Und ich glaube auch, dass wir das Video nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, nicht weglächeln sollten und auch nicht wegphilosophieren sollten. Ja, von wegen bla bla bla, passiert schon nicht, wir haben das im Griff, bla bla bla. Wir werden es sehen, Leute. Wir werden es sehen. Von daher vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich moderiere das hier kurz für YouTube ab
Wir gehen aber noch nicht offline. Macht's gut.